Herzlich willkommen bei Kreativschale. Ich hatte heute echt Mühe mit der Kameraeinstellung. Und zwar aus dem Grund, weil ich einen riesengroßen Plotter vor mir zustehen habe. Und dieser Plotter hier, das ist der Romeo aus dem Hause Sieser. Ich habe kürzlich schon ein Video hochgeladen, wo ich einen ganz ähnlichen Plotter zeige. Und zwar auch aus dem Hause Sieser, die Juliette. Also so, die Juliette ist ein Plotter in, ich würde mal sagen, Normalgröße mit einer Schneidebreite von ca. 30 cm und hier beim Romeo sind wir bei 60 cm. Also wenn man jetzt zum Beispiel größere Dinge erstellen möchte, wie Autoverzierungen, Wandtattoos, Türen verzieren möchte oder auch ganz einfach froh ist, wenn man mehrere gleiche Elemente gleichzeitig schneiden kann auf einer großen Matte oder man froh ist, wenn man große Rollen einspannen kann. Man kann nämlich auch hier ohne Schneidematte auch schneiden. Ich habe hier einen Briefumschlag in der Hand, das kommt mir jetzt in den Sinn, weil bei den Briefumschlägen, wenn man die selbst schneiden möchte, dann steht man häufig auch bei 30 cm Breite an. Und wenn man da wirklich große Briefumschläge oder große Boxen selbst basteln möchte, dann ist natürlich auch diese Größe von einem Plotter sehr, sehr praktisch. Ja, so kann man wirklich große Projekte verwirklichen. Aber natürlich kann man auch Normalgröße. Also hier habe ich zum Beispiel meinen Laptop verziert mit einer Klebefolie. Habe ich da etwas Filigraneres ausgeschnitten. Ich kann natürlich mit dem Schneideplotter, wie man es auch kennt, auch T-Shirts bedrucken. Habe hier ein farbiges Bild oder hier auch etwas selbstgezeichnetes. Da einen Schneideplotter auf ein T-Shirt aufgebracht. Was ich in diesem Video noch genauer zeige, das ist die Papierbearbeitung. Ich zeige anhand dieser Karte, die du übrigens mit mir auch mitbasteln kannst, wie ich mit einer Wärmetransferfolie, mit Klebefolie und Papier eine schöne Osterkarte schnell mit diesem Plotter erstelle. Das Messer ist sehr einfach, da gehe ich auch in einem Juliette-Video genauer darauf ein, damit du dort sehen kannst, wie sich das Messer einstellen lässt. Von den Dimensionen her sieht das dann so aus. Das ist die Größe der normalen Schneidematte, die man normalerweise verwendet. 12 auf 12 Zoll, ca. 30 auf 30 cm. Du siehst, das ist jetzt hier etwa die Hälfte. Was ich besonders gerne mache, ist, habe ich jetzt gemerkt, diese große Matte zu verwenden. Ich habe hier von Cricut die große Schneidematte, die man eigentlich so längs in den Plotter einfügt. Und da ist immer das Problem, dass das dann vorne nach unten fällt und dann hält mir das beklebte Material nicht so gut fest. Und deshalb habe ich jetzt hier das Ganze gedreht, habe dann das so eingelegt, kann das hier anheben, damit das auch gut geht, um einzulegen. Und sobald es dann mal im Plotter drin liegt, machen wir das so, kann man das dann mit dem Plotter direkt verschieben. Das ist also absolut kompatibel mit dieser Matte. Und wenn du mal ganz klein fahren möchtest, hast du natürlich auch die Möglichkeit, die Matten von der Joy zu verwenden. Ich finde das ganz praktisch, weil man da auch einen kleinen Klebebereich hat. Und wenn ich nur kleine Karten bastle, dann ist das häufig genügend. Hätte ich jetzt hier so eine Folie auf Rolle, dann kann ich natürlich auch die Rolle einlegen. Da ein kleiner Tipp von meiner Seite, leg die Rolle immer von hinten ein, dass sie von hinten durch den Plotter geht, weil dieser Plotter arbeitet sich eigentlich immer vom Messerbereich her in den Schneidebereich. Das Projekt, das ich mit diesem Plotter umgesetzt habe, während die Kamera lief, ist diese Osterkarte hier. Sie ist aus dem Leonardo Design Studio, ist das eine Gratisvorlage. Bei Sieser wird die Software nicht gekauft, ist auch dabei, wie bei den anderen Plottern auch. Und was ich hier noch habe, sind ganz verschiedene Designs, die gratis zur Verfügung stehen. Ich habe mich hier für dieses Happy Easter Osterkärtchen entschieden. Also das ist eine Datei, die ich gerne auf eine Karte plotten möchte, aus verschiedenen Materialien. Und das Schöne an diesem Leonardo Design Studio ist, dass ich hier die Ebenen nicht auseinandernehmen muss. Also ich kann die Farben genauso liegen lassen, wie sie sind. Ich muss lediglich die Größe anpassen, damit das Design auf meine Karte passt.
Wenn ich jetzt auf Design senden klicke, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich wähle hier meistens alle Grafiken, die auf die Seite passen, also alles, was auf der Matte ist, und dann die Farbebenen auf den Nullpunkt setzen. Jetzt kann ich das senden. Und wenn ich das jetzt hier gesendet habe, dann sehen wir, was mit Nullpunkt gemeint ist. Das liegt jetzt unten links auf der Matte. Wenn wir uns das jetzt vor dem Plotter mal anschauen, dann habe ich jetzt hier diese Papiere und Folien auf meine Matte aufgeklebt und ich kann das Messer so positionieren, dass ich immer unten links, also ich habe jetzt alles diese Vierecke und immer die linke untere Ecke ist der Nullpunkt und da setze ich das Messer an und dann wird mir da auch geschnitten. Ich hebe jetzt hier hinten diesen Hebel an, damit ich die Matte gut einlegen kann und dann kann ich sie über das Display auch bewegen. Mit diesem Display setze ich jetzt das Messer immer in die linke untere Ecke von meinem Papier oder von der Folie, damit ich ab diesem Nullpunkt dann auch das gewünschte Design schneiden kann. Also siehst hier, wie ich mit dem Messer fahre und ich schaue da genau, dass mir das Messer in der linken unteren Ecke steht. Und das ist jetzt der Fall. Und jetzt kann ich durch ein Antippen auf dem Display in den Schneideeinstellbereich gehen und da kann ich jetzt das Messer noch zusätzlich einstellen. Das Messer muss ich am Messer direkt nie einstellen. Das mache ich nur zu Beginn, wenn ich den Plotter einrichte und danach ist das alles nur noch am Display einzustellen. Ich habe hier Spiegeln gewählt und auch eine automatische Linie rund, also rund oder viereckig um mein Design. Und wenn ich da dann Start drücke, dann beginnt der Plotter direkt zu plotten. Also er schneidet jetzt auf diesem Viereck, das ich da aufgeklebt habe. Das ist jetzt die Polytape-Folie, eine Wärmetransferfolie, die ich aber auch sehr gerne auf Papier verwende. Und die Schneideeinstellung, die ich da eingestellt habe, die hätte ich vorher mit einem Testschnitt noch prüfen können. Der Leonardo hat einen Testschnitt auch auf dem Display. Da muss ich gar nichts einstellen. Da kann ich auch das Messer irgendwo positionieren und da wird mir dann der Testschnitt gemacht. Nun ist die Folie geschnitten und ich wechsle auf ein komplett anderes Material, nämlich das Papier, das etwas dickere Papier. Das Messer habe ich über das Display auch wieder auf den Nullpunkt gesetzt, also unten links bei diesem Papiervereck, und weil es ein ganz anderes Material ist, stelle ich jetzt andere Schneideeinstellungen ein, ganz bequem auf dem Display. Ich werde dir jetzt zeigen, dass diese Plotter nicht nur sehr, sehr schnell kann, sondern auch langsam. Ich habe jetzt die Geschwindigkeit mal runtergeschraubt. Im Programm muss ich nur die nächste Matte anwählen. Das Spiegeln nehme ich jetzt raus fürs Papier und auch die automatische Umrandung. Und jetzt werde ich das Ganze starten. Der Plotter beginnt unten links wieder zu schneiden, so wie ich ihn eingestellt habe. Und du siehst, jetzt ist Originalgeschwindigkeit, da habe ich jetzt auf ganz schön langsam gestellt, damit man sieht, dass man hier auch die Möglichkeit hat, bei sensiblen Materialien halt mal etwas langsamer zu plotten. Das macht auf jeden Fall Sinn. Bei diesem Papier hier wäre es definitiv nicht nötig. Ich mache den Test, ob das auch gut geschnitten ist und wenn ich zufrieden bin, setze ich das Messer wieder auf den nächsten Nullpunkt. Natürlich hätte ich jetzt diese drei Papiere auch direkt auf der Matte positionieren können, damit das automatisch den Wechseln vornimmt. Aber ich wollte ja hier zeigen, wie ich jetzt auch wieder auf die nächste Matte wechsle, die mir von der Farbe her ja automatisch gegeben ist. Und dann das Ganze wieder an den Plotter sende. Und so könnte man jetzt auch mit x verschiedenen Materialien schneiden. Ich habe jetzt hier die Geschwindigkeit wieder langsam gelassen, damit ich auch etwas Zeit habe zum Sprechen. Also der Plotter, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Materialeinstellung sehr, sehr einfach ist, weil das Messer, das stelle ich nur beim ersten Mal ein. Also wenn ich den Plotter das erste Mal mit einem neuen Messer verwende, dann stelle ich das Messer ein. Das zeige ich in meinem Caesar Juliet Video, wie ich das mache. Es soll etwa vorne aus diesem Messerhalter etwa so weit rausschauen, wie die Dicke einer Kreditkarte. Und das funktioniert bei mir wirklich sehr gut. Und da kann ich dann die Schneideeinstellungen einfach am Plotter wechseln. Das ist jetzt zum Beispiel auch wieder der Fall, weil ich als nächstes ja eine Klebefolie, eine Velour-Klebefolie schneide. Und die Velour-Klebefolie,
die wird ja wieder anders geschnitten. Nachdem ich diese Einstellung gemacht habe, kann ich am Programm, du hast vielleicht gemerkt, ich habe jetzt ein Häschen aus dem Film rausgeschnitten, kann ich jetzt diese Punkte an den Plotter senden. Und ich habe jetzt noch keinen Testschnitt gemacht und deshalb prüfe ich nochmals nach dem Schneiden. Und als ich gemerkt habe, dass das nicht gepasst hat, habe ich jetzt hier nochmals die Einstellung am Plotter erhöht und kann dann einfach den Schnitt nochmals senden. Solange ich die Matte nicht bewege, kann ich da nachjustieren, bis es passt. Und jetzt kann ich die Matte rausnehmen und habe jetzt gesehen, dass da alles okay ist, kann die überflüssigen Materialien entfernen. Und das hat jetzt überall ganz gut funktioniert. Also du siehst, ganz verschiedene Materialien habe ich auf einer Matte so schneiden können. Und jetzt kann die Bastelarbeit beginnen. Wenn ich dann alles geschnitten habe, dann nehme ich jeweils die Dinge von der Matte und lege alles mal provisorisch auf die Karte, damit ich sehen kann, ob das auch alles passt. Was hier ganz praktisch ist, sind die selbstklebenden Schwänzchen. Die kann ich jetzt einfach lösen und den Häschen ankleben. Als nächstes werde ich die Turboflex vom Pulli-Tape, die ich hier verwendet habe, auf die Karte aufpressen. Und zwar ist das eine Folie, die für Textilien gedacht ist. Aber weil ich sie bei 130 Grad nur 5 Sekunden pressen muss, ist das so praktisch, kann ich auf meinem Holztisch direkt einfach übertragen. Und die filigranen Schriften, wie ich sie hier habe, die werden einfach mit Leim häufig nicht so schön. Und deshalb verwende ich hier gerne diese Textilfolien. Das, was ich jetzt hier mache, das ist ein Stempelkissen, das ich verwende. Das sind diese Distress Inks von Tim Holtz. Die verwende ich sehr, sehr gerne, um den Figuren einfach einen dunkleren Rand zu geben. Ich finde, das wirkt einfach sehr schön auf den Karten. Es ist dann nicht ganz so flach. Weil ich nicht möchte, dass alle drei Häschen flach auf der Karte kleben, habe ich mich beim mittleren entschieden, dass ich damit so Abstandpads etwas Tiefe in die Karte reinbringe. Das hilft eigentlich, dass man mit auch so ganz einfachen Formen, wie ich hier arbeite, eine raffinierte Karte basteln kann. Ich weiß, im Video sieht man das nicht so gut mit den Abstandpads, aber schau dir das mal an, wenn du das selbst ausprobierst. Das macht wirklich echt viel aus. Ich verwende hier gerne diesen grünen Tombow-Stift, den verwende ich schon seit Jahren, weil er wirklich schnell klebt. Er hat eine ganz feine Düse vorne. Er gibt einem noch ganz kurz Zeit, um das Ganze etwas zu repositionieren und dann passt es auch schon. Und meine Karte ist auch schon fertig. So, jetzt habe ich dir diesen Romeo vorgestellt. Was sagst du zu diesem Plotter? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Schreib mir doch in die Kommentare, ob dir meine Vorstellung gefallen hat und was du zu diesem Plotter sagst. Ich freue mich übrigens immer noch über jeden einzelnen Abonnenten. Erzähl doch deinen Freunden von mir, wenn dir meine Videos gefallen, weil ich freue mich, wenn die Abonnentenzahl auch noch wachsen kann, denn das hilft mir wirklich weiter. Und jetzt sage ich Adieu, bis zum nächsten Mal. Tschüss!